Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sind heute mal wieder woanders. Ja, wir sind heute bei Albers Mobile in Nottuln. Ja, und schauen uns für euch mal heute ein anderes Auto an. Ein anderes Auto? Genau, wenn ihr Lust habt, dann kommt mit. Schatz, in was für einer Butze liegst du denn da hinten? Ja, wir haben heute mal ein ganz geiles Wohnmobil. Ja? Finde ich ganz cool. Außergewöhnlich, ich, ne? Außergewöhnlich, wo ich direkt dran denken musste, erstmal an Familien. Ja. Aber wir betrachten das ja auch mit einem anderen Hintergrund. Da du ja mal Autorennen gefahren bist, mussten wir direkt an Rennfahrer denken, ne? Motorradfahrer? Motorradfahrer, Speedwayfahrer. Was weiß ich, was es da alles so gibt. Ne? Also du hättest dir zu deiner aktiven Motorsportzeit, glaube ich, so ein Wohnmobil gewünscht. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber das Highlight kommt bekanntlich am Schluss. Ne? Und deswegen fangen wir jetzt erstmal innen an. Und das Highlight kommt leider erst draußen. Okay. So sieht's aus. Gib Gas. So, ich habe hier jetzt gerade nicht so viel Freiheiten hier hinten in dem Bett. Das liegt aber einfach daran. Zwei Matratzen übereinander. Genau, da sind zwei Matratzen übereinander. Wir dürfen sie natürlich nicht auspacken. Und deswegen bin ich jetzt mal so hier reingekrabbelt. Ist ja auch wurscht. Ja. Wir haben hier über dem Bett eine schöne 40x40 Aufstellluke. Ne? Hier haben wir Fliegengitter und ein Plissi. Was man hier an der Seite schon sieht, ich liege in einem Hubbett. Das heißt, das könnte man noch mal ein ganzes Stück nach oben fahren. Mhm. Wofür das sinnvoll ist, sehen wir auch erst, wenn wir zu dem Highlight kommen. Ne? Richtig. Wo? Da hinten sehe ich eine Lampe. Genau. Hier sind da auch, ja. Leselampen. Mal eben fühlen. Ich komme da nämlich nicht hin. Nee, da ist kein USB dran. Okay. Dann sehen wir hier schon, wir haben anständige Lattenroste, ne? Unter den wirklich dicken Matratzen, muss ich sagen. Und jetzt versuche ich mich mal umzudrehen. Ist ein bisschen eng hier drin. Wir haben hier hinten noch Ablageflächen, ne? Mit einer anständigen Lippe davor. Zwei Regale. Optimal. Ja. Keine Fenster an den Seiten? Keine Fenster an den Seiten, was Nein. aber nicht schlimm ist. Hinten ein Fenster. Guck mal da. Das ist auch ein Fenster, wo ich euch jetzt aber auch nicht sagen kann, ob das Plissi oder Fliegengitter ist, weil da komme ich wegen der Riesenmatratze nämlich auch nicht dran. ich kann euch aber schon mal sagen. Und ich kann euch sagen, ich komme hier oben gar nicht rein, weil zu zweit könnten wir hier oben jetzt erstmal gar nicht hantieren. Nee, wenn die Matratzen übereinander genau, sind. Genau, weil die beiden Matratzen übereinander liegen. Ja. Ja gut, das ist aber über der Schlafbereich, aber riesig. Aber ich kann euch sagen, die Matratzen sind richtig weich, wenn die so übereinander liegen. So, hier hinten in der Ecke versteckt. Dort haben wir noch einen Heizungsausströmer. Mhm. Das sind die Leisten, wo das Hubbett rauf und runter fährt, ne? Die Schienen. Hier haben wir einen Lichtschalter. So, habe ich mal Licht gemacht. Genau, jetzt sieht man auch schön, wie die Leselampen an sind. Ja. Ne? Und der Schalter, der hier sitzt, da, der ist für die Fußbeleuchtung da unten drunter. Ne? Okay. Ja. So. Jetzt noch eine schöne Sache. Ihr sagt ja immer, also irgendwie ist das heute zum Filmen hier echt unbequem. ihr sagt ja immer, ihr findet das blöd, wenn ihr den Schlafbereich nicht abtrennen könnt und eure Ruhe haben könnt. Mhm. Und selbst da hat Roller Team mitgedacht, ne? Schau mal. Jo, da bist du ja dann voll in deiner eigenen Wohnung da hinten drin. Das ist voll schön, da hat man voll Ruhe. Okay. Jo, cool mit dem Bett da hinten zum Abtrennen. Ne? Ja, finde ich mega. Was haben wir hier oben? Touchlampe. Dimmer? Nein. Nein. Dann kann ich aber von hier oben direkt mal, der Schalter hier an der Seite war ja für die Fußbeleuchtung da unten. Ne? Ja, die blauen Lampen. Schicki blaues Licht. An, ja. So, eine Riesenleiter. Und die werde ich jetzt mal wieder runterkommen. Ne? Ja, mach das. Mal ein bisschen Licht angemacht. Ja. Obwohl, heute scheint ja die Sonne. Ist eigentlich schönes Wetter. Aber genau. Man sieht, dass man hier nochmal super schöne LED hat. Ja, so ein Lichtstreifen, ne? Den finde ich auch mega. Ja. Ja, runter vom Bett, da sieht man schon, wie hoch das Bett ist. Ne? Ja. Ich, kleiner Furz, also ohne Leiter kommt man da auf keinen Fall rein.
So, und ich würde sagen, machen wir direkt hier weiter, ne? Was sagst du zum Holz? Das Holz ist schön. Das ist so ein, wie Naturholz, ne? Hm. Und dann auch nicht dunkel, nicht hell. So ein schönes Mittelding, ne? Ja. Finde ich ganz geil. Die Klappe zeigen wir euch noch nicht, denn da kommen wir auch später zu. Das ist eine Tür, ne? Das ist eine Tür und die gehört zu dem Highlight, ne? Okay. Aber guck mal hier, dieses Naturholz mit Hochglanzweiß, das finde ich auch eine schöne Kombi. Ja, sieht schick aus. Ja, finde ich ganz gut. So, hier haben wir noch Polster drin. Die sind vorne, glaube ich, von der Sitzdinette. So. Ein Kleiderschrank mit einer Hängestange. Da geht was rein. Da geht gut was rein, ja. Würde ich auch sagen, ne? Hier schon den nächsten Schrank. Auch noch Kleiderschrank. Das ist ein Kläppchen. Ach, das ist ein Kläppchen. Unter dem Kläppchen habt ihr den Radkasten und da laufen Heizungsschläuche. Ja. Was hast du sonst in dem Schränkchen? Der ist gut. Da kriegt man gut was gestapelt drin. Ja. T-Shirts, Pullover, Jeanshosen, gut. Was man so braucht, ne? Aber Frau, diese Aufteilung ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Wieso? Ja, wenn ich jetzt gleich, ich meine, ich will euch ja noch nicht zu viel zeigen, aber guck mal hier, was das hier für ein Riesending ist hier drin. Da sind wir ja noch nicht. Ja. Wir machen nämlich jetzt in der Küche weiter. Und da kommen wir zu dem ganz hohen Schrank hier oben. Da kann ich nichts zu sagen. Nee, Mona kann es ja auch nicht sehen, aber ihr. Ich kann von hier unten aber sehen, da ist keine Lippe vor. Aber da kann man super Körbchen reinschieben, aber wäre wahrscheinlich eh wieder nicht mein Schrank. Was wir aber direkt mal, guck mal, was die hier so richtig massive Scharniere haben, ne? Mhm. Die sind schon massiv, ne? So, wir haben auch keinen Softclose an den Schränken. Hier haben wir auch direkt unseren Kühlschrank, einen Setford IS Kühlschrank. Mhm. Gucken wir direkt mal rein. Das mag ich ja eigentlich nicht, ne? Doch, das passt dir gut rein. Wenn das furniert ist. Aber das passt wirklich gut. Passt richtig gut. Ja. Ne? Ja. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Eisfach hier oben. Mhm. Wir haben 3 Ablageböden. Keine Reling davor. Aber Frau, das ist ja ein ganz großer Kühlschrank. Genau. Hier haben wir noch eine kleine Schublade. Mhm. Hier 2 Fächer in der Türe. Und hier ist noch mal eine Schublade für zum Beispiel Getränke oder so. Da passt eine große Flasche rein. Ah, der hat doch Spoiler. Guck mal. Und da passen voll die großen Flaschen rein. Ja. Weil der hoch ist. Der ist hoch. So eine Getränkeschublade. Guck mal, ne? Also ist der Kühlschrank ja wirklich von da bis da unten runter. Ja. Wenn man das so sieht, dann ist da schon eine Menge Platz. Ja. Ne? Ja. Cool. Gehen wir direkt weiter in die Küche. Ja, ich finde das hier oben schon mal schick mit der Beleuchtung da oben nochmal drin. Ja. Ne? Schöne Ambiente. Ja. So bullige Griffe, die mag ich ja auch immer. Ne? Mhm. Wenn die so eine schöne hochglanzweiße Front. Optimal. Oh, hier leuchtet was. Was passiert denn, wenn ich hier drauf auf den Leuchteknopf drücke? Ah, das ist aber schön. Ja, 230 Volt in der Ecke. Ja. Dann haben wir eine schöne Fensterverkleidung. Ja, passend zu den Schränken, hochglanzweiß. Ja. Fenster ist relativ groß, finde ich. Ne? Für die Küchenbereich, ja. Aufstellbar natürlich mit Fliegengitter und ich glaube, Rollo. Hier kommt ein Rollo. Ja. Kommt. Dann haben wir hier noch so ein kleines süßes Regal, ne, mit einer Reling, wo man was draufstellen kann. Hier ein Spritzschutz. Die Arbeitsfläche ist auch hochglanzweiß, also es ist alles sehr, sehr hell gehalten. Ein riesengroßes Spülbecken. Großer Durchmesser, ne? Ja, da passt der Grillrost so rein. Ja. Einen ganz normalen Wasserhahn, ne? Drehbar. Wir haben einen schönen Abfluss, kann ich auch mal direkt zeigen. Ne? Da geht gut das Wasser weg, weil der so groß ist. Kocher. Kocher, der Dometic-Kocher, 3 Flammen, Gas, 2 kleinere. Der hier vorne, der ist ein bisschen größer, ne? Ist aber auch gut angeordnet, kriegt man gut was drauf. Wir haben eine elektrische Zündung. Klick, 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 ne? Mega. Also Küchenbereich finde ich jetzt eigentlich finde ich ganz schön. Gut eingepackt, ne? Ja. Aber das gefällt mir, das Zusammenspiel von den beiden Farben. So, gehen wir direkt mal weiter. Wir haben hier unten auch noch mal einen LED-Lichtstreifen sitzen. Auch sehr schön. Dann gucken wir uns die Schubladen an. Da muss ich gleich noch mal aufstehen. Ach, guck mal, da haben sie aber gut gemacht, dass man daneben noch mal was machen kann. Ne? Guck mal hier. Ja. Und dann auch richtig mit Holz, ne? Nicht mit so kleinen Begrenzern oder so. Ja, ist gut. Hier haben wir noch ein Fach für lange Löffel. Mhm. Die ist schön. Softclose. Jo. So, was haben wir hier? Auch eine schöne große Schublade. Hier schön hochgebaut, ne? Mhm. Da braucht man dann auch keine Reling, weil da fällt euch nämlich nichts raus.
ein Schränkchen bestimmt. Ah, das ist ein Schränkchen. Ja. Oh ja. Da haben wir die Gasabschwerhähne, 3 Stück, Kocher, Heizung, Kühlschrank und die 230 Volt Anlage ist hier unten im Schrank verbaut. Ja. Gut. Und hier könnte man sogar noch ein bisschen was hinstellen. Ne? So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken beim nächsten Schrank aufmachen, Frau. Möchtest du hinter mich kommen? Nee, mach mal. Nee. Oh ja. Oh ja. Oh, Leute, guckt mal. Der ist riesig, mit einer Lippe hier oben vor. Bis da hinten hin. Und hier hinten ist der aber nur das kleine Stück hier vorne, ne? Ja. Aber auch mit einer Lippe vor, aber der hier ist ja schon geil. Mhm. Super. Schön. Also Küche finde ich auch gut. Ach, wir haben die Oberschränke gar nicht gemacht, mein Engel. Wir sind so euphorisch, merkt ihr das? Ja, weil die Aufteilung ist schon... Ja. Ich meine, die ist eigentlich bekannt, aber trotzdem finde ich das irgendwie cool mit dem... Mit der Sache, die wir euch nachher zeigen. Du bist schon ganz aufgeregt, ne? Ja. So, wir haben oben Lippe. Genau, wir haben hier 3 große Oberschenkel, ne? Die auch sich sofort in den dinetten Bereich mit reinziehen, ne? Ja. Jetzt können wir ja schon mal sagen, es handelt sich hier um Alkohol-Fahrzeug, ja? Ach, haben wir noch gar nicht gesagt. Nein, ne? Haben wir noch nicht gesagt. Aber wie gesagt, diese 3 Schränke hier sind eben komplett Küchenbereich, dinett. Ja. Was ich auch schön finde, ist, dass die ambiente Beleuchtung wirklich einmal durchgeht, ne? Ja. Bis über die dinett. Finde ich schon geil. Gut. Gefällt mir schon gut. Badezimmer, los. Kommen wir erst zum Badezimmer. Bin ja auch ganz euphorisch. So, Badezimmer mit einer richtigen Türe und einer Türklinke. Mich hat letztens jemand gefragt, Mona, was ist denn eine richtige Türe und was ist eine unrichtige Türe? Eine richtige Türe ist für mich sowas, eine Holztüre, wie ich zu Hause habe. Mhm. Und eine unrichtige Türe ist bei mir immer eine Lamellentür oder irgendwas anderes. Ja. Genau, also das ist eine richtige Türe. Geh erst mal rein, dann mach erst mal Licht an, bevor ich da reinstiefel. Hier ist schon Licht an. Komm mal rein. Ja. Also, wir haben eine schöne große Dusche. Alter. Und eine separate Dusche, ne? Das ist aber. Wir haben hier eine Duschstange, wir haben hier so eine Touchleuchte, ne? Mhm. So, hier haben wir eine kleine Notentlüftung. Es ist kein Fenster in diesem Badezimmer. Aber die Dusche ist ja mal. Die ist gut, ne? Ja. 2 Abflüsse. Ja. Der Radkasten da drin? Der Radkasten, wo man sich dann wieder hinsetzen kann zum Duschen. Das Mikrofon ist da? Das Mikrofon ist da, genau. Hier ist das noch. Ist halt ein Neufahrzeug, ne? Ist noch alles gesichert, ne? Wir haben Kleiderstange, hat es erwähnt? Kleiderstange, das ist eine Duschstange. Ach, eine Duschstange, okay. Ja, so, genau. Dann geh mal rein und mach mal Türe. Schon in der Dusche drin. Wie viele Türchen hast du denn? Ach, warte mal. Was hast du? Hier ist, ich darf nass werden, Holz. Guck mal. Also wir haben letztes Mal hat ja schon jemand geschrieben, die Sachen werden im Duden aufgenommen. Ne? Ich hoffe ja mal nicht, ne? Nass werden Holz und was weiß ich was und hinterher schlürren. Und, ich glaube, das war die Anja, die das geschrieben hat. Mhm. Okay. So, also eine Falltüre. Ja. So. Dann wird das hier so reingesteckt. Mhm. Oh, das ist aber für eine Falltüre recht einfach. Ja? Ja, das geht. Gut. Das mach mal Arm hoch. Okay. Das ist machbar, ne? Ich fühle mal rein. Ach so. Ich muss das erstmal wieder zurückklappen. Warte mal. Ja, dann ist wieder dreimal klappen, dann ist schon wieder, dann bist du schon wieder überfordert. Das ne? ist für hast mich du denn Tenax-Knöpfe oder was hast du da? Nee, Druckknöpfe. Nee, Druckknöpfe. Gut. Jetzt verwirrst du mich schon. Wo ist denn der zweite Spannbandel? So. Also, wie gesagt, hier ist, ich darf nass werden, Holz. Eine richtig schöne Holzdusche. Hast du gerade im Spiel irgendwas? Nein, ich habe nichts gemacht. Nein, geh weiter. Du hast dich wieder lustig über mich gemacht. So, dann haben wir hier einen Schrank. Der ist recht. Oh, da ist schon eine Solarplatte drauf. Da ist schon ein Solarladeregler. Ja. Okay. Habe ich auch noch nie gesehen, dass der im Badezimmer ist. Hier ist eine Steckdose. Das weiß ich. Lieber Kurt, wieder einer, der Steckdosen verbaut, ist aber auch ein Italiener, ne? Also von daher, die Italiener dürfen das, glaube ich. Hier haben wir eine Stange für ein Handtuch hinzuhängen. Da hätte ich mir hier, guck mal, in dieser Wölbung, vielleicht hier noch jeweils einen Haken, ne? Das wäre vielleicht noch ganz schön kleines gewesen. Fenster haben wir mit Fliegengitter und Rollo. Aufstellbar. Dann haben wir hier noch ein Riesenfach, guck mal. Da können wir noch schön was hinstellen, dekorieren. Wir haben unsere Set-For-Toilette. Natürlich drehbar, ne? Ja. Z-Fort der Vorteil, das Loch bleibt ja immer in der Mitte, ne? Dann haben wir hier die Toilettenspülung sitzen. Schränkchen. Schränkchen, da gehe ich noch mal ein Stück zurück. So. Ja, auch boah, das ist groß, ne? Das reicht aus, ja. Kann man noch einen zweiten Boden reinmachen? Wollte ich gerade sagen, da könnte man sich noch einen Boden reinmachen, dann hätte man noch mehr
Staumöglichkeiten, ne? So, und hier unten sitzt zu guter Letzt noch ein Heizungsausströmer. Ja, also wie gesagt, beim Duschen, hier hätte ich mir jetzt noch eine Luke gewünscht. Ja, diese Notbelüftung ist natürlich gut. Ach, ich habe einen Lichtschalter. Man kann das Fenster aufmachen. Das ist der Lichtschalter für da, ja. Okay. Ja. Jetzt räume ich mal meine Pantoffeln hier weg. Schaut mal, ihr habt eine kleine Stufe, um ins Badezimmer zu gehen. Ne? Das Badezimmer ist ein klein wenig höher. Was man aber auch direkt sagen muss, guckt ihr mal den Boden an. Den finde ich auch total schön, ne? Ja, sieht schick aus. Der gefällt mir auch total gut. Gut, das war das Badezimmer. Die Nett. Wir sind in der Die Nett, ja. Was ich sagen muss, ist dir das auch aufgefallen? Es ist so unglaublich hell hier drin, ne? Ja. Also, schon der Wahnsinn. Ja, obwohl hier keine... Obwohl hier nicht viele Obwohl hier keine 50, 70er sind, ne? Wir sind nur 40, 40er. Da haben wir nochmal eine schöne Lampe. Aber... Die ist auch wieder Touch, oder? Guck mal, der Alkoven, der ist riesig, ne? Die ist nicht Touch. Der ist riesig. Der ist riesig. Wir sind aber noch gar nicht beim Alkoven, mein Freund. Nein? Okay, aber dann zeige ich euch jetzt mal, dass man hier nochmal schön Platz machen kann. Ne? Ja, da hat man Kopffreiheit beim Fahren, ne? Genau. Das ist natürlich auch schon geil. So könnte das während der Fahrt oder generell, wenn man wohnt und das Bett ist nicht benutzt, ne? Ja. Weil die Matratze eben geteilt ist. Wahnsinn, ne? Cool. Ja. Gut, fang an. So, was ich jetzt schon mal sagen möchte. Ja. Das hier finde ich wirklich geil. Den Stoff, ne? Ja, der fühlt sich total gut an. Gefühlt habe ich noch nicht. Oh ja, der ist ganz weich. Ja, und die Kombination mit dem Kunstleder. So, dann sehe ich eine L-Sitzgruppe. Ja, schon geil, ne? Also, guck mal, da können schon ein paar Leute sitzen. Ja, das ist schön. Und guck mal, das Raumgefühl, ne? wenn der Alkoven hochgeklappt ist. Wahnsinn, ne? Ja. Absoluter Wahnsinn. Ja. Das ist schon sehr schön gemacht, ne? Das muss man echt sagen. Hier auch schön mit dem Logo reingestickt, ne? Ja. Roller Team. Damit, und auch schön gemacht, dass man das hier nicht sieht, ne? Mit den Gurten und genau, sowas. Genau, dass man die ne? schön weglassen kann, wenn man eben steht. Ja. Dass es eben tippitoppi ist, ne? So, Gardinchen ist ein bisschen Glimmer drin, sehe ich gerade. Ja, aber die sind auch nicht meins. Also Nein? ich finde, die hängen hier nicht schön, ne? Und okay. das könnte man irgendwie netter lösen. Also das ist nicht meins. Okay. Und die Schals an der Seite fehlen auch. Das hätte man schöner. Aber gut gemacht, finde ich wiederum, dass hier so eine Doppelgardinenschiene ist. Ne? Also man könnte sich auch noch ein paar schöne Schals da machen und die dann in der separaten Schiene laufen lassen. Ja, gut. Und ich weiß ja, dass viele von unseren Abonnentinnen auch so fleißig nähen wie ich. Ja, fleißig nähen. Ich habe meine Nähmaschine schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ne? Aber ihr würdet da bestimmt was ganz Tolles zaubern. Ich kenne euch doch. So, Fenster aufstellbar mit Fliegengitter und natürlich hier unten auch einem Rollo drin. Ne? Dann hier diese Rückwand, finde ich auch schön gemacht. Ja, ne? wenn man dann sitzt, da ist das nicht so, als ob ich mit dem Rücken an der Wand sitze. Ne? Ja, also. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Auch mit der Naht hier, die eine andere Farbe hat. Also wirklich schön. Also ich finde das Raumgefühl in diesem Fahrzeug hier vorne im Sitzbereich wirklich gut. Ja, ne? Gerade wo das Bett noch runter war, klar, das engt ein bisschen ein. Aber jetzt so hier, tippitoppi. Ich habe noch was gefunden. USB. Zweifach USB. Schön. Ja, an der richtigen Stelle. Ja. Super. Und Alkoven-Fahrzeuge hatten ja früher auch nicht die Möglichkeit, die Sitze zu drehen. Jetzt hier sind beide drehbar. Ne? Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Alkoven war immer separat abgeteilt. Genau, ne? genau. Ja, das ist stimmt. Nicht mehr so, ne? Ein schöner hochglanzweißer Tisch passt definitiv zu dem Rest. Ein mechanischer Hubfuß, also höhenverstellbarer Hubfuß. Ne? Genau, weil man hier nochmal ein Bett bauen. Genau, die beiden Matratzen haben wir gerade gesehen. Genau, weil das sind, man kann hier raus 6 Schlafplätze machen. Ne? Mhm. 2 hinten, 2 hier und zur Not auch 2 hier, 1 auf jeden Fall. Es sind aber nur 5 eingetragene Fahrplätze. Fahrplätze, ja. Genau. Aber das sieht aus wie eine Face-to-Face-Sitzbank hier. Ja. Ne? Können wir auch gleich machen. Hier haben wir auch nochmal ein kleines Fenster. Oh, das ist auch schön. Ja, das ist gut. Ne? Auch mit Rollo und Plissé. Rollo und Plissé. Ach so, auch mit Fliegengitter und Rollo. Finde ich auch gut. Und wenn man das wieder so zuzieht, gut, Mona mag die nicht, aber
Besser wie gar keine? Besser wie gar keine, keine Frage, aber ich würde mir da definitiv andere Gardinen. Ich meine, die Gardinen an sich sind ja gar nicht so schlecht, weil die farblich total gut hier reinpassen. Ne? Das sieht ja gut aus. Aber bist du nur 1,10 Meter oder was? Wenn ich das, wie du da so also stehst. Ja, machst also, du mich auch immer kleiner. Ja, ne, wirklich, also das ist so hoch hier, ne? Ja, ist halt ein Alkohol. Ja, hier haben wir noch einen Schrank, Frau. Hast du schon erwähnt, dass wir hier eine kleine Luke ja, haben? Ja, hab ich gesagt, 40, ja? 40. Und eine Lampe haben wir. Genau. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Oh, der ist auch schön groß, ne? Ja. Oben Lippe, unten so. Lippe. Und dann typisch Alkohol-Fahrzeug. Habt ihr natürlich hier oben drauf auch nochmal Ablagefläche. Die hier aber auch noch sehr schön beleuchtet ja, ist, auf ne? Auf der rechten Seite und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal, ne? Und das ist eben ja. Schön, wie gesagt, man sagt ja bei den Alkohol-Fahrzeugen immer, da oben ist der Kinderbereich. Na? Und dann können die ihre Sachen da hinlegen. Ja, die Sonne ist da. Ach. Ja. Ich bleib genau hier stehen. Das gut, wenn das du das stehen willst, mache ich eben Elektrik hier. Dann bin ich gerade über der Tür, okay? Ja. Hier haben wir die CP Plus, eure Heizungssteuerung. Da habt ihr eben die Möglichkeit, die Heizungstemperatur einzustellen. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Boiler hier anzumachen, um das Wasser warm zu machen. Dann könnt ihr das Gebläse noch einstellen und ihr könnt sie auch noch mal programmieren, wann sie an- und ausgehen soll. Und optional gibt es noch eine iNet-Box dabei, dann kann man es auch mit dem Handy bedienen. So, Display, Frau. Kenne ich. Kennst du. Da genau. Sehen wir, dass wir bei der Trigano-Gruppe genau, sind. Genau, wir sind, ne? Bei der Trigano-Gruppe. Wir haben also hier das Infodisplay, was wir auch in unserem Karmann-Mobil haben. Innentemperatur. Außentemperatur ist wieder nicht angeschlossen. Dann habt ihr hier die Lichtkreise, die ihr anschalten könnt. Dann habt ihr die Außenbeleuchtung hier, die Wasserpumpe. Hier habt ihr den Frischwassertank. Und zweimal drücken den Abwassertank. Dann habt ihr hier Aufbaubatterie. Einmal die Voltzahl und zweite Mal drücken nochmal die Prozentzahl der Batterie, 98%. Und dasselbe nochmal für die Starterbatterie. Ja? Und hier schaltet ihr an und 68%. Auf. 68%. Oh, 68%. Das ist natürlich wieder eine tolle Sache. Heizungsfehler über der Tür, finde ich auch gut. Ne? Direkt im Eingangsbereich. Oben haben wir noch mal eine 32 und hier haben wir die Vorbereitung für die Fernsehanlage. Und die, denke ich mal, wird dann hier oben hinkommen. Ja. Ne? Jetzt sind wir gerade an der Seite. Hier haben wir noch einen schönen Spiegel. Ja, finde ich auch, mit einem Griff zum Einsteigen, was hier unten drunter auch noch mal so ein bisschen indirekt beleuchtet ist. Ne? Ja. Sieht man das da an meiner und Hand? Und ist eben nicht so F. Ne? Man hätte auch das Weiße da weglassen können. Guck mal, wir haben einen Besucher. Aber die haben sich gedacht, wie gesagt, wir machen das noch mal ein bisschen schick. Und machen da nochmal ein weißes Brett vor, damit es nicht so eintönig aussieht. Ja, und damit es wieder zu dem Rest passt, wo wir richtig. Wieder bei dem Holz und dem Weiß sind. Genau. Heizungsausströmer ja. Hier unten. Was ist das? Das ist die ambiente Beleuchtung. Mhm. Guck mal, was das ausmacht. Stell dich mal ein bisschen weiter nach vorne und film mal so in die Küche rein. Wie schön das aussieht mit Ambiente. Mhm. Und wenn man keine hat. Ambiente und ja. Keine. Ja. Das ist echt, das macht so viel aus. Und das andere ist die große Deckenlampe, die hier hinten nicht touch ist, wie im Bett. Gut, zieh die Tür im Zug, dann haben wir die auch. Haben wir Fliegengittertür. Oh, du bist zu haben schnell. Haben wir. Fliegengittertüre. Haben wir. Und dann haben wir, mal eben gucken. Auch noch ein Fenster drin. Genau. Wir haben eine Einfachverriegelung, aber nochmal ein Fenster. Das ist ein süßes, kleines, schmales, ne? Finde ich süß. Großen wir haben hier einen Griff. Das zum Abschließen ist auch super einfach. Nach oben verschlossen, nach unten auf. Mhm. Und wir haben sogar noch einen Mülleimer in der Türe. Gut. Schick. So. Genau gut. Müssen wir Alkohol noch machen, ne? Wir haben noch was nicht gezeigt. Was denn? Nein, jetzt hetzt mich nicht. Mhm. Ich vergesse die Hälfte, wenn du mich so durch ein Auto hetzt. Wir haben natürlich hier auch so einen Leuchteknopf. Und darunter ist natürlich auch eine Ambiente. Okay. So. Okay, dann was möchtest du zuerst machen? Das Auto oder den Alkohol? Nein, wir machen erst das Auto. Gut. So, die Sitze, kann ich schon mal sagen, wunderschöne Pilotsitze, auch mit diesem schönen weichen Stoff. Relativ hier ist gut kein, gezogen. Ja, hier relativ ist kein gezogen, Logo aber, ja. Drin, aber dann kommt es wieder. Ja. Tada. Trigano. Ja, sind wir halt wieder bei der Trigano-Gruppe, ne? So, dann drehe ich mich mal ein bisschen um. Zack, zack, zack. Wir sind hier auf einem Fiat Ducato. Ja. 160 PS hat er, glaube ich. Ja, ist ne? 160 PS Power, richtig? Ja, dann hat er die 9-Gang-Wandlerautomatik. Mhm. Und ich freue mich ja so, dass wir jetzt die Mütze haben und dass ich jetzt auch endlich Automatik fahren darf. Ne? Mhm. Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin so gespannt. Lederlenkrad hat er? Lederlenkrad. Multifunktion hat er auch? Mit Chromspangen, Multifunktionslenkrad. Keine Chromspangen im Tacho, keine silbernen Lüftungsgitter. Braucht man aber auch alles nicht. Nee, das ist alles nur. Wir haben natürlich hier USB und 12 Volt. Unsere Getränkehalter.
Was er nicht hat, und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, hier dieses Bergabfahrhilfe, Traction Control und sowas, das hat er nicht. Okay, aber ne? was er hat, guck mal, er hat im Alkoholfahrzeug Plissés. Ah, oh, jo. Ha? Schau mal. Cool. Die schön von außen nach innen. Ja, an den Seiten auch. An den Seiten auch. Ja, sind ja auch verbaut. Aber ist normalerweise im Alkoholfahrzeug, zumindest die wir alle so kennen, eigentlich gar nicht so notwendig. Aber in diesem Auto definitiv, weil du eben den ganzen Fahrgastraum noch als Wohnraum hast. Wohnraum nutzt weil du das noch. Durch das Hochklappen des Alkohols ist das alles Wohnraum. Dann haben wir eine Rückfahrkamera. Mhm. Da wir hier so ein ganz normales Fiat-Radio haben, so ein kleines hier, ne, mhm. ist unsere Rückfahrkamera hier in dem Rückspiegel mit eingebaut. Auch nicht schlecht. Ja, das mag ich ja sehr gerne, ne, wenn das da drin ist. Ich finde das ganz schön. Ich habe das mal bei dem Ahorn, habe ich das erste Mal gesehen. Ja. Und das war wirklich, wirklich schön. So, Rollerteam verbaut keine Fahrerhausteppiche. Aber den würde ich mir definitiv noch reinmachen, weil man nutzt das ja hier auch alles. Gut, ne? Wir sind heute ein bisschen durcheinander, durch die Aufteilung auch bei dem Auto. Nee, weil du okay. willst so schnell zu dem Highlight. Ja, okay. So, und jetzt gehen wir nach meiner Reihenfolge. Wir haben nämlich noch nicht unter die Bänke gesetzt. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Okay. Einmal unter die Bänke, bitte. Also, der Mann macht mich so bekloppt. Unter der Doppelbank habt ihr den Wassertank verbaut. Das ist verschraubt. Ihr habt aber hier eine Platte für die Versorgungsklappe vom Wassertank, wo ihr natürlich dann auch rein könnt und sauber machen könnt. Mona hat hier schon von der L-Sitz-Gruppe das Brett weggenommen mit dem Sitz. Genau. Das ist also relativ easy, ne? Ja, easy damit peasy. Ihr da natürlich sitzen könnt, euch anschnallen könnt und eure Füße anständig. Genau. Damit man während der Fahrt halt sitzen könnt. Hier unten haben wir noch einen Heizungsausströmer sitzen. Ist super einfach gemacht, ne? Dann legt man das Brett einfach hinten aufs Bett während der Fahrt und schon habt ihr eure Fahrersitze. Wo sind die Löcher? Da. So, und so habt ihr wieder eure Bank. Optimal, ne? Super, ne? Andere Seite, genau. Hier ist auch schon mal der Gurt. Genau, hier habt ihr das Brett zum Hochklappen. Ja, das wird so geklappt, ne? Dann habt ihr unten drunter den Steuerblock. Ne? Hier verbaut. Da ist die Batterie verbaut. Da ist die Batterie verbaut. Hier haben wir noch ein Fach. Oh, da liegt Papier drin. Oh Gott. Oh Gott. Papier. Oh Gott. Auf der Seite sitzt man entgegengesetzt der Fahrtrichtung, ne? Ja. Ja, man sitzt so hier drin, so, ne, zack, da kommt natürlich noch Pilzstöckchen und so drauf, ne? Mhm. Und dann hat man hier, sieht man den das? Den Beckengurt, ja. Den Beckengurt, ne, ja. Damit man sich anschnallen kann. Brauchen wir ja noch den Alkoven, ne? Ich komme da gar nicht dran, um den ranzuziehen. So. Machen wir das Gardinchen noch weg. Und hier das Gardinchen auch weg. Oh, und schon haben wir wieder im Bett. Wo ist die Leiter? Da oben drauf. Ja, ein schöner Alkoven. Ja? Ja, wir haben hier eine Touchlampe. Mhm. Ich mag ja total Touchlampen, ne? So, dann haben wir hier noch einen Heizungsausströmer sitzen, weil es ja auch hier oben schön muckelig warm sein soll, ne? Dann haben wir hier noch ein Fenster, aufstellbar, mit Rollo und Fliegengitter. Das Bett ist groß, ne? Ja, und ich mag das auch, wenn man aus dem Alkoven so rausgucken kann, ne? Und der Skyroof ist riesig, ne? Ja. Guck mal. Auch zum Öffnen, was ich auch geil finde im Sommer, ne? Ja. Zum Öffnen und natürlich, ein Plissi. Ein Plissi? Wir haben endlich ein Plissi. So, und natürlich auch Fliegengitter. Guck mal, wie schön gewölbt das ist, ne? Ja. Das ist schon lustig. Hier hinten, ich glaube, ich muss mal die Kamera nehmen. So, da habt ihr noch ganz viel Ablage zum Hinlegen. Aber ihr könnt natürlich auch hier oben den Schrank nutzen, ne? Hat Holger ja eben schon gesagt, da sind Ablageflächen, ne? Und da kann man auch alles. Und jetzt schaut euch mal diesen bombastischen Blick an. Machst du schon Tänzchen, mein Engel? Nein. Boah, von hier oben bist du echt der King, das sei dir. Das ist schon, also wie gesagt, mir für ein Alkoholfahrzeug finde ich das geil. Ich finde es auch gut. Auch hier, so, ich gehe mal in Pipi, ne? Vor allen Dingen haben die Kinder hier oben so eine richtige Spielwiese.
Und dann ist auch noch schalldicht da drin. Ich habe dich kaum gehört. Ehrlich? Mhm. Ich wollte gerade sagen, die Kinder haben hier oben noch so eine richtige Spielwiese. Ne? Wenn Mama da mal am Kochen ist oder so, ne? Dann können die hier oben mit ihren... Wie gesagt, man muss ja immer Kompromisse machen. Ne? Aber wenn man jetzt eben mit so einem Vater unterwegs ist und man eben zwei Kinder hat oder, weiß ich nicht, die Schwiegereltern mitnimmt oder irgendwie sowas... Klar, die Betten sind natürlich jetzt mit Leitern zu besteigen, das ist, aber man hat zwei große Betten, ne? Ja. Man hat ein vernünftiges Badezimmer. Ja. Man hat einen großen Kühlschrank. Ja. Man hat eine Küchenzeile, wo man wirklich Essen machen kann. Und man kann hier unten nicht, man ist nicht beengt, man sitzt da vernünftig, ja? Da unten sitzt ihr. Genau, das ist also wirklich gut. Das ist aber schon jetzt, geil. Frau, Wetter schön, komm mal runter da, weitermachen. Wir haben noch was vergessen. Was jetzt wieder? Wir haben Vorhänge. Ja, okay. Aber die haben die Leute ja gerade schon gesehen, wo du den Alkohol runtergeklappt hast. Und hier unten drunter... Ach so, Kindernetz. ...ist ja noch ein Kindernetz. Ne? Natürlich, wenn man Angst hat, seine Kinder hier oben alleine schlafen zu lassen. Und das haben wir eben hinten nicht gesagt. Wenn das andersrum ist und Mama und Papa schlafen hier und die Kinder hinten, das ist ja auch ein hohes Bett. Ja. Da ist auch noch mal so ein Gitter, was man davor machen kann. Ne? Gut. Kannst du mich hier runterholen? Nein, komm alleine da runter. Ich gehe raus. Mach. Ich hatte sie immer schon draußen. Warum stehst du auf dieser Seite? Ja, ihr Lieben, ihr wisst ja, ich muss immer mit System vorgehen. Und mein System ist immer dasselbe. Und heute gehen wir mal andersrum, weil wir ja definitiv euch das Highlight zum Schluss zeigen wollen. Ne? Ja. Also gehen wir jetzt einfach mal in die andere Richtung. Ja. Ne? So, hier haben wir den Kamin für unsere Truma-Heizung sitzen. Hier die Gitter für unseren Kühlschrank. Zwei Stück, eins oben, eins unten. Ja, nochmal bemerken, wir haben Rahmengitter, wir haben Rahmenfenster. Wir haben gerade beide so Sprachfehler. Ja, so ein bisschen verdunkelt, finde ich gut. Ja. Ja. Das direkt zwei nebeneinander, ne? Küche und also das Fahrzeug ist jetzt dreckig, weil es wirklich gestern hier vom Trailer gekommen ist. Ja, und ja, vor allen Dingen hat es ja auch scheiße geregnet, ne? Ja. Also von daher. So, wir gucken jetzt mal, was wir hier sitzen haben. Landstrom. Hier haben wir unseren Anschluss für den Landstrom. Dann ist das hier unser Gaskasten. Ja, so. 2x11 Kilo. Ich habe mich ja schon schwer beirren lassen. Das ist ja ein Italiener. Mhm. Und hier auf der Türe steht einmal 11 Kilo. Und ich so, was ist das denn? Da steht einmal 15 Kilo. Einmal 15 Kilo, genau. Nein, 2x11 Kilo passen rein. Ja. Crescendo ist nicht verbaut, wie gesagt, aber kann man nachrüsten. Duomatic kann man auch nachrüsten. Also, ja. Das ist ja alles individuell. Genau. Ne? So, den haben wir hier sehr gut sitzen. Dann haben wir hier, da wir ja unter der Bank von der Sitzdinette unseren Frischwassertank haben, sitzt natürlich auch hier an der Dinette die Befüllung für unseren Frischwassertank. Ja. So, dann, wir haben noch gar nicht zu der Beklebung gesagt. Was sagst du zu der Beklebung? Ja, Silber mit Bordeaux. Ja. Alkohol-Fahrzeuge sind ja immer anders irgendwie, ne? Ja, ja. Aber ich, wie gesagt, ich mag die Form, ich mag das... Die Farbzusammenstellung mag ich, dieses Bordeaux mit dem Silber. Ja. Ich finde die dunklen Fenster gut. Ja. Gut, Seitenfenster hinten im Bett wären noch schön gewesen. Ja, ne? Wäre noch schön gewesen. Ja. So, dann gehen wir weiter. Wir haben hier natürlich auch Euro 6 D-Temp, ne? Mit dem Dieseltank und AdBlue, was man sich schön sichern sollte. Ja, dieses Fahrzeug steht auf einem Maxi-Chassis, 16 Zoll Bereifung. Ne? Ja. Wir haben gesagt, er hat schon Plissis verbaut. Ne? Habt ihr ja gerade drinnen gesehen. Ja, dann sieht man hier diesen dicken Bubbel. Ne? Ja. Alkoven, immer gern von Familien genutzt. Wirklich, kann ich auch nur empfehlen für Familien. Vorne den Fiat Ducato. Ja. Oben mega geil mit dem Skyroof drin. Ne? Ja, das sieht echt gut aus. Ja, finde ich gut. Muss ich echt sagen. Also er sieht sehr, sehr, sehr modern aus für einen Alkoven. Ja. Ne? Oben den Roller Team Schriftzug finde ich auch gut gemacht, ja, dass da noch mal was drunter gesetzt ist. Stute, normale Ducato, er hat keine tagverleuchtende LED, er hat normale Tagverleuchten, er hat keinen Spoiler, er hat keine Nebellampen und er hat den silbernen Kühlergrill. Was bei, ja, diesem Auto eigentlich auch passt, weil die haben das Silber ja mit in den Aufklebern. Genau, genau, das passt zu der Beklebung. Power, und dabei Power, hier, ne? 160 PS. Power, das ist immer wichtig, ne? Ja, Power. Was ich aber auch gut finde, wenn du jetzt mal hier guckst, ne, dieses Roller-Team-Logo, ja, mit dem Silber, das kommt wirklich wieder. Ne? Ja. Gehen wir weiter rum. Ne? Wir haben hier dann noch unser kleines Fenster in der Sitzdinette. Was ich wirklich gut finde. Viele hätten das weggelassen. Ne? Und weil ich das Fenster nicht gemacht habe, ist es auch nicht gesagt worden. Es ist ein öffnbares Fenster. Heißt das öffnbar? Öffnenbar? Man es kann ist es zum aufmachen, Öffnen, ne? Genau. aber die haben diese Schnupsis weggemacht.
Also man kann es nicht aufmachen. Man könnte es aber im Prinzip umbauen. Aber dann kommt wieder der Konflikt mit der Tür. Dann kommt der Konflikt mit der Tür, genau. Ja. Was siehst du, wenn ich was nicht mache? Ne? Entschuldigung, wir haben oben eine Außenleuchte. Ja, was hast du sehr schon gesagt? Sehr schön breit, ist eine Mini-Raintech. Eine Mini-Raintech, ne? Ja. Badezimmerfenster? Nee, so weit sind wir noch nicht. Okay. Mein Freund. Okay. Wir haben keine elektrische Trittstufe. Die braucht man nicht. Genau, weil man zwei Stufen zum Innenbereich hat. Ne? Das ist auch ganz gut gelöst. Hier, das haben wir auch nicht gesagt. Schön nochmal das Rollerteam-Logo hier. Wie eine Art Spiegel da drin. Ne? Schön. Schön. Ja, schön. Fenster im Badezimmer, Milchglas, kann ja man nicht reingucken. Dann haben wir hier unsere Kassettentoilette. Setford. Also so. Die Leute, wenn du jetzt wieder sagst, hinterher schlürren, ne? Also das ist schon... Die ist hinterher schlürbar. Ich sag das, diese Frau, weil ich das sagen muss. Hm. Stell dir vor, jemand kauft ein Auto und zieht die Kassettentoilette raus und sagt, die ist gar nicht hinterher schlürbar. Das Wohnmobil will ich nicht. So, man muss es sagen, ob er es hat oder nicht. So, dann haben wir hier noch was sitzen und zwar... Oh, das ist auch gut. Für unter die Markise, die an diesem Fahrzeug noch nicht verbaut ist, wie ihr gerade gesehen habt, die Markise müsste noch dran. Wir haben hier 230, wir haben hier 12 und nochmal einen Außenantennenanschluss. Ja, wenn man schön unter der Markise Fußball. Genau. Hier, was guckst du da immer? Die Sportschau am Samstag, ja, ne? Lass mich mal eben schauen, wo ist denn hier der Abwassertank? Ja, Leute, also hier Rollerteam verbaut GFK-Böden. Auch nicht schlecht. Hier unten drunter habt ihr den Abwassertank. Ja? Schön zu bedienen, hier mit dem Hebel zum Ziehen. Ne? Was haben wir denn? Radkäppchen, ne? Genau. Wir haben ein paar 16 Zoll Felgen, also Stahlfelgen mit Radkäppchen. Ja. Ja. Der Kronos. Ne? Der Kronos, ne? Der Kronos. So, jetzt bevor kommen wir jetzt hier weitermachen, müssen wir erst den Hintern machen. Ach, du machst den jetzt aber ganz spannend. Ja, der Hintern. Sieht auch anders aus als bei anderen Wohnmobilen, finde ich, weil da dieses Fenster drin ist, ne? Ja, oben ist die Rückfahrkamera verbaut, die dritte Bremsleuchte ist da oben drin. Das Fenster sieht aus wie eine Skischarte. Ja. Ja, kann man während der Fahrt hinten rausgucken. Ja. Sonst finde ich das ein bisschen F hier, die Stoßstange. Da hätte man ein bisschen mehr Dekor machen können, ne? Rund mit um die Dekor Lampchen. Meinst du Sticker? Sticker. Du möchtest Sticker. Sticker. Ne? Stoßstange ist, oh ja, mehrfach geteilt. Das Oberteil geteilt und dann ist das untere aber ein Teil, sind nur Kappen drauf. Okay, also einteilige Stoßstange. Ja. Man kann den Fahrradträger hinten dran machen. Ja, ist schon vorbereitet. Vorbereitet, genau. Ja. Weil, wenn man mit so vielen Kindern, also wenn man dann mit Kindern fährt, man hat ja eine Menge Fahrräder dann dabei, ne? Richtig. Wenn man überlegt, Mutti, Vati, zwei Kinder, fünf ja Fahrräder, muss man ja schon mal unterkriegen können, ne? Richtig. So, wo wir jetzt aber zu unserem Highlight kommen. Jetzt ist Schluss mit hinten, Seite, vorne. Wir laufen noch mal rechts rum, links rum. Wir kommen jetzt zu unserem Highlight. Und wir haben ja eben schon gesagt, der Holger ist früher Autorennen gefahren und hätte sich so ein Wohnmobil definitiv gewünscht. Mhm. Die Garage ist das Highlight. Jetzt schaut euch mal die Türe an. Steht. Ja? Das also, ist die Tür. Das ist eine Tür. Die Maße werden wir natürlich gleich einblenden. Machen wir eigentlich nie. Wir werden natürlich öfter mal gefragt, ob wir es machen können. Wir vergessen es immer. Aber bei diesem Fahrzeug werde ich jetzt mal dran denken. Die Maße. Aber machen. Eigentlich, hier braucht man keine Maße. Hier kriegt man alles rein. Ja? Jetzt schaut euch die Garage an. Das ist so krass. Ne? Das ist unvorstellbar. Die Türe geht auch komplett auf. Man kann die hier mit so einem Prümpel fixieren. Die schlägt guck euch mal, also nur, auch wenn nicht die Tür jetzt offen ist, wie weit die Tür ins Wohnmobil reingeht. Ja? Also ja. Es, ich nehme das jetzt einfach mal raus, damit man das vielleicht mal eben ein bisschen sehen kann, ne? So, schaut mal. So, hier habt ihr schon mal ein paar Verzurschienen dran gebaut. Ja, die braucht man ja immer auf der Erde. In der Ecke sind noch welche. Ja. Hier sind welche. Wir haben alles schon mit Riffeblech gemacht an den Kanten. Ne? Hier oben sind noch ein paar Fächer. Ja. Und dann, Mona, geh mal da rein. Ha, dann legen wir die Plane aber wieder rein. Du bist drin, ne? Dann machen wir erstmal machen wir, soll ich dir ein bisschen Kopffreiheit verschaffen, bitte, oder? Okay. Weil es ja so eng hier drin ist in der Garage. Jetzt guckt so euch das an. Ja, also. So, jetzt stehe ich.
Du kannst es noch weiter hochfahren, aber die Matratzen liegen ja gerade innen doppelt auf dem Bett, ne? Mhm. Also von daher haben wir jetzt nicht so viel Freiheit. Was, wenn man also, das lustig, du kannst ja da hinten drin wohnen, ne? Ja. Darf ich euch vorstellen, das ist mein Kinderzimmer. Ja. So. Das ist der Kracher. Da ist diese Riesenklappe, die jetzt nach vorne geht. Ja, die haben wir ja innen gerade bewusst ausgelassen. Ja. Passt auf. So. Wer jetzt einen großen Hund dabei hat oder ähnliches, kann die Türe offen lassen. Der Hund kann hier hinten rein, kann wieder da, hat hier sein eigenes Zuhause. Da kannst du auch zwei Rottweiler mitnehmen. Da kannst oder, du vier Rottweiler mitnehmen. Ja, das ist der Kracher, ne? Also die Tür ist schon mal mein persönliches Highlight. Dann, was ich auch zeigen möchte, das ist euer Schlafzimmerfenster. Wenn ihr das ganz hochfahrt, kommt das auch zum Vorschein. Und jetzt kann ich euch sagen, es hat Plissi und ein Rollo. Ich bin ja eben nicht dran gekommen. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier einen Schrank, wo man sich schön seine Sachen reinpacken kann. So wie das aussieht, kann man die Schränke noch rausschrauben. Tatsächlich. Ihr könnt die Schränke entfernen. Das ist ja der Burner. Damit man noch mehr Platz hat, oder was? Also diesen Schrank kannst du definitiv entfernen. Der ist verschraubt. Ich denke mal, der andere ist fest dahinter. Der andere ist fest. Genau. Aber den könnt ihr auch noch wegmachen. Krass, ne? Ja. So, hier unten haben wir 12 Volt Lichtschalter. Jetzt habe ich vorhin Licht ausgemacht. Ah, das musst du aber anmachen, weil wir haben ja ein wunderschönes Licht, mein Engel. Okay, 230. Heizungsausströmer. Ich mache mein Licht. Und die Bedienung für Bedienung für das Hubbett. Ja. So, ich habe Licht angemacht. Da hinten haben wir dann eine kleine Lampe. Ja. Aber du kommst gleich noch mal rum, da zeigen wir alles da. Und hier sitzt ja der Lichtschalter. Jetzt schau mal an die Decke. Also das ist Romantik in der Garage. Das ist für mich der Burner, die Garage, wirklich. Also, Garagenromantik. Mega. Schön, ne? Mega, ja. Ja, also hier hat man, wie gesagt, Platz von innen in die Garage. Da kannst du ja auch problemlos reingehen. Ne? Du brauchst nicht irgendwas greifen, sondern du gehst durch die Tür und bist da. Das ist da. Im Prinzip wirklich eine richtige Zweiraumwohnung, die man abteilen kann. Ja, und ich, also eben habe ich ja noch gedacht, Familien, die 5 Fahrräder mitnehmen müssen und. Motorrad. Ne? Dann Motorrad, dann habe ich an Autorennen gedacht, dass man sein Werkzeug und alles hier hinten nur einen Hänger mit dem Auto hinten dran mitnimmt. Ne? Mhm. Jetzt denke ich aber gerade tatsächlich an Familien, die große Hunde haben. Das ist ein Hundewohnzimmer, das ist ein Hundezimmer. Ja. Wir haben den Pebo und das wäre quasi der komplette Pebo für große Hunde. Wahnsinn. So, jetzt komm mal rum und mach mal von der anderen Seite auf. Okay. Oh, was eine Riesentür. Ich bin echt... Meine Güte. Das ist so krass, ne? Das ist unvorstellbar. Ja. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, während ich auf dich gewartet habe, hier oben, komm mal rein. Hier oben ist so Holz, ne? Guck mal, und in diesem Holz laufen sogar noch Heizungsschläuche. Ja. Das heißt, das ist bestimmt auch schön muckelig warm hier innen drin. Aber selbst ich mit 1,78, 1,80 kann hier drin stehen, ne? Und du kannst, also, ich... Pst. Wolltest du hier einziehen? Nö, aber... Aber das wäre eigentlich perfekt für uns. Wenn du mal blöd bist, musst du abends in die Garage. Oder du. Das ist dein Laptop. Stelle ich dir hier Tisch und 2 Stühlchen hin. So, was haben wir hier? Haben wir auch nochmal einen Schrank. Hier haben wir eine Versorgungsklappe. Da ist die Truma drunter. Ja. Ja. Da hinten ist noch eine Steckdose. Da an der Wand. Geh mal ran da. Tatsächlich. 230 Volt im Schrank. So, und wenn euch das um die Ecke zu unbequem ist, dann macht ihr einfach noch mal hier die Schranktüre auf. Oh, was denn? Warum fummel ich denn da an der Seite? Ja, weil ich dich fummeln lassen wollte. Was haben wir hier? Außendusche. Tatsächlich. Krass, ne? Ich sag ja, große Hunde, Außendusche. Werden die mal eben abgeduscht und dann können die hier ins Haierbettchen. Hier haben wir noch die Lampe. Cool. Jetzt weiß ich auch, warum das Bett oben zum Verschließen ist. Denn wenn man allein, also ein Pärchen fährt und vielleicht vorne schläft und das die ganze Zeit ganz hoch gefahren hat, weil die Garage nutzen wollen, bei der Garage könnte man ja auch vielleicht einen Esel oder einen Pony mitnehmen. Ne? Und also das Ding, weil man, das Ding in ihr, Frau, ist größer als der Stil drauf. Ja,
Auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn man die Garage die ganze Zeit nutzt, ne, und dann nicht da reingucken will, weil hier hinten ein Esel oder ein Pferd drin steht, ne, dann kann man das auch zumachen. Dann hat man gar nicht zum vorderen Bereich, obwohl das Bett hochgefahren ist. Ne? Aber ich denke mal, dieses Modell wäre doch absolut interessant für einen Doggyliner, oder? Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich habe noch einen Lichtschalter gefunden. Was ist das denn jetzt? Das sind oben die Spots im Bett. Ach, das ist die Fußbeleuchtung. Ach ja, das Bett ist ja hochgefahren. Die Fußbeleuchtung oder die Spots? Nee, die Fußbeleuchtung war das. Okay. Ja, krass. Das ist ein Doggyliner, oder? Ein Doggyliner. Ja, für große Doggies. Ja. Geil. Also gut. Wir sind total begeistert. Jetzt gucken wir uns mal noch schnell den Preis an, ne? Mhm. Was so ein Hundewohnzimmer kostet. Ich bin immer noch geflasht. Ja. Aber krass, was kostet denn der Spaß hier? Ja, hier dieser Kronos 290M, Baujahr 2021. 160 PS, 4,4 Tonnen mit der Remise, mit der Automatik, mit der Fahrerhausverdunklung. Kostet 67.590 Euro. Also das Fahrzeug so, wie wir es jetzt hier gefilmt haben. Das war das Video von dem Rollerteam Kronos mit dieser wahnsinnigen Heckgarage. Also das ist ja... Ja. Der Oberburner. Ich denke aber, dass das Fahrzeug definitiv seine Käufer finden wird, weil mit so einer großen Garage, da kann man so viel anstellen. Also ich glaube, auch so eine große habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich habe noch nie so eine große Garage gesehen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, und das mit dem Hubbett, mit dem Hochfahren, wie gesagt, ich bin 1,80 und ich konnte da drin stehen. Ne? Ja. Hammer. Ja, ihr merkt, wir sind sprachlos. Ja. Passiert selten. Ja. Das ist wirklich der Oberburner. Ich gucke jetzt gerade noch mal auf das Auto hier drauf. Also ja, ne? Also schon. Hier steht auch noch einer. Ja, es ist schon der Kracher. Ja, solltet ihr euch die Fahrzeuge mal anschauen wollen, könnt ihr das natürlich auch machen und euch auch mal selber in die Garage reinstellen. Genau. Das ist möglich bei Albers Mobile in Nordhulen. Die Adresse ist Beisenbusch 3-7 in Nordhulen. Die haben auch viel zu gucken hier. Die haben hier Wohnwagen ohne Ende, sag ich mal, und auch sehr viele Kastenwagen und vollintegrierte und teilintegrierte. Also fahrt einfach mal vorbei. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und liebe Mädels, für uns lohnt sich das ganz besonders. Warum? Denn ich bin jetzt schon ein bisschen hektisch, ich habe keine Zeit mehr. Die haben einen Fritz Berger Shop hier. Genau. Der ist hier bei Albers Mobile auch direkt vor Ort. Da kann man nämlich schon noch ein bisschen shoppen gehen. Und das werden wir zwei Hübschen nämlich jetzt machen. Ich freue mich schon. Ich habe Lust. Ja, mein Mann hat keine Lust, ich habe voll Bock drauf. Ja, ihr Lieben, sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert gerne kostenlos unseren Kanal oder drückt die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Kommentieren natürlich, damit die Kleine was zu antworten hat. Das ist immer dasselbe, was ich hier sage. Ja, folgt uns auch gerne auf Instagram, wenn ihr ein bisschen mehr von uns wissen wollt. Unter die Alfis findet ihr uns auch bei Instagram. Genau, ist ein bisschen aktueller, weil die Filme hängen ja immer hinterher. Und jetzt quatschen wir aber nicht mehr viel, oder? Nee, jetzt sagen wir Ende Gelände. Tschüss. Tschüss.